ステーキ。コングライフは日本の女性愛してる。このような彼は私たちのために翻訳し、すべて日本の歌詞を持っています。愛を信頼しています。視聴者の皆さん、ドイツと日本は 9058.55 キロ離れているにもかかわらず、多くの共通点があります。どちらの国も出生率は低下の一途をたどり、経済は崩壊に向かっています。ドイツ人と日本人はお互いの言語が好きです。ドイツ人の腕には日本語のタトゥー、日本人の T シャツにはドイツ語のスローガンを見かけます。私たちがサッカー日本代表チームのマスコット犬をロンメル君と呼ぶかと思えば、皆さんは子供の誕生日にキティちゃんのケーキを買ったりします。フォートザイトガイストのジェノライダーユニット DX12 が土星の第三リングを貫通し、サードインパクトを引き起こしたら、皆さんはきっと太刀打ちできないでしょう。しかし私たち日本人にはそれが可能なのです。Japaner werden die Welt retten. Außer ihnen läuft eine Katze über den Weg. Räumen wir zuerst mit einem Mythos aus den 90ern auf. Nein, es steht nicht an jeder Ecke ein Slip-Automat. Trotzdem ist vieles in Japan ein wenig anders als bei uns. Ihre Animes sind aufregender als unsere Zeichentrickfilme. Ihre Mangas radikaler als unsere Comics. Ihre Filme verträumter, ihre Mode bunter. Und ihre Videospiele? Die heben wir uns für Herrn Kaschke auf. Seit unserer Kindheit übt Japan eine eskapistische Anziehungskraft aus und ist für viele immer noch das Mekka exzentrischer Popkultur und Mythen. Aber neue Trends bleiben aus. Viele Fetische der japanischen Jugendkultur hatten ihre Glanzzeit in den 80ern und 90ern. Heute verhindern eine überaltete Gesellschaft und die miese wirtschaftliche Lage auch die Geburt neuer Ideen. Trotzdem pilgern Deutsche Jahr für Jahr nach Japan. Um Liebhaber wie diese soll es heute gehen. Ein guter Anlass, das erste Wort an die Liebe zu geben. Daria lebt in Frankfurt und umgibt sich gerne mit japanischen Dingen. Das unterscheidet sie nicht groß von vielen anderen Japan-Fans. Wenn da nicht ein Fable für eine ganz besondere Art von Spiel wäre. Otome. Das Wort Otome bedeutet junge Frau, also junge Lady. Also generell Frauen, die schon nicht mehr kleine Mädchen sind, aber noch nicht ganz erwachsen sind. Oder aber erwachsene Frauen, die immer noch dieses Herz bewahrt haben. Und Otome Games sind Spiele, die genau an diese Art von Frauen gerichtet sind. Üblicherweise ist man in Otome-Spielen mit einer Gruppe von unterschiedlichen Männern konfrontiert, deren Herzen es zu gewinnen gilt. Dafür muss man sich durch eine Tonne Text klicken und lesen, lesen und lesen. Immer in der Hoffnung, die richtigen Antworten zu geben, damit am Ende die große Liebe steht. Diverse Fanmagazine zeugen vom Erfolg in der Zielgruppe und in Tokio gibt's sogar eine Otome Street.
Besonders beliebt sind die Spiele auf der PSP, die man wie einen Liebesroman jederzeit mit sich führen kann, um auf alle erdenklichen Arten zu lieben. Die Form der Liebe, die es in Ottoman Games gibt, ist sehr verschieden. Also es gibt Spiele, da hast du halt diese typische Teenager-Romanzen in der Schule. Du hast aber auch Spiele, da geht es halt um das Ende der Welt und alles wird zerstört und man muss irgendwie sich für einen jungen Mann entscheiden, um den retten zu können. Und das gibt's auch Games, wo man auch den Bösewicht sozusagen bekehren kann, wenn man das so sagen kann, dass man mit denen eine Romanze anfängt und dass man bemerkt, dass er nicht unbedingt so hundertprozentig böse ist, sondern auch eigentlich auch ein guter Mensch sein kann. Japan scheint beseelt von der Liebe. Love und Herzen in der Werbung oder auf Kinoplakaten kurbeln die Umsätze an. Küssende Paare sieht man auf der Straße trotzdem nicht. In einer geheimen Kneipe, die geheim bleiben soll, treffen wir auf Bernd. Er ist Schauspieler, mit einer Japanerin verheiratet und hatte mal einen sehr speziellen Nebenjob. Ja, ich habe selbst also auch als Hochzeitsfahrer gearbeitet hier ein paar Jahre. Mache ich jetzt nicht mehr, habe ich aber gemacht. Und an die 400 Leute verheiratet, 400 Paare. Also bei einer japanischen Hochzeit war nicht ein einziges Paar dabei, das ich auf den Mund geküsst habe. Das sind zum Beispiel Dinge, die man in der Öffentlichkeit nicht tut. Liebe, also Love, wird eigentlich hier im Englischen eher verwendet. Also das eigentliche japanische Ai, Aishiteru, ich liebe dich, sagt kein Mensch. Spricht man nie aus. Also dann sagt man lieber so Love, Love. Sind die Vorstellungen von Liebe wirklich so unterschiedlich zwischen uns und den Japanern? Peace and Love. Liebe, Gott. Oh, das ist eine schwere Frage letzten Endes. Also mein Mann ist für mich Liebe, muss ich sagen. So groß sind die Unterschiede anscheinend nicht. Vielleicht funktionieren deswegen auch Otome-Spiele hier und dort. Für Japaner als Befreiung gesellschaftlicher Konventionen und für uns als Erfüllung übermenschlicher Romanzen. Es kommt nur darauf an, wie man Liebe im Alltag lebt. Tatsächlich ist das mit dem Unterschied in der Empfindung der Liebe, dass man im Westen die Liebe leicht kommt und dass in Japan, dass man sozusagen, dass man dafür arbeiten muss, das ist auch tatsächlich kulturell bedingt, weil hier im Westen empfinden wir die Liebe nicht als, also sie ist sehr wichtig. Aber nicht etwas, was wirklich tatsächlich, wo man direkt drauf hinarbeiten sollte. Während bei den Japanern, sie sind ja sehr verschlossen. Und es ist sehr schwer für sie, sich anderen Menschen zu öffnen. Und sie müssen tatsächlich sehr viel Zeit und Mühe investieren, damit sie an den Punkt kommen, wo auch schon sehr, sehr nahe Beziehungen möglich sind. Das spiegelt sich auch in den Spielen wider, weil in einem Otome-Game oder im Dating-Sim arbeitet man ja für die Liebe. Arbeit war auch die diesjährige Tokyo Game Show. Aber für Liebe hat's dann doch nur 30 Sekunden gereicht. Zukunft. Wir schreiben das Jahr 2013. Menschliche Popstars aus Fleisch und Blut sind überflüssig geworden. Ein Relikt vergangener Zeiten. Wir schreiben das Zeitalter der Synthesizer-Software Vocaloid 3, des finsteren japanischen Megakonzerns Yamaha. Einer Software, die kein anderes Ziel hat als die vollständige Auslöschung alternder Popsternchen. Naja, stimmt natürlich nicht so ganz. Die synthetische Stimmensoftware Vocaloid von Yamaha existiert allerdings tatsächlich. Und mit Hilfe des Stimmmusters einer Synchronsprecherin wurde daraus der extrem beliebte, 100% synthetische Popstar Hatsune Miku.
Deren Äußeres ist übrigens, anders als bei allen anderen Popstar-Lebensformen, komplett gemeinfrei und deswegen auch nicht selten auf sogenannten Körperkissen wiederzufinden. I'm the actor James Franco, dammit, and I'm in love with and common law married to a Japanese body pillow. Naheliegend, dass der Erfolg einherging mit einer eigenen Spieleserie, die den Fans die Chance gibt, die Hits ihrer Lieblinge nachzuspielen. Sei es Hatsune oder jemand anderes aus ihrem schillernden Freundeskreis aus Fantasiemenschen mit Roboterstimmen. Der mittlerweile 5. Teil findet sich klammheimlich auch im Westen veröffentlicht. Nachfrage wird also zumindest vermutet. Das Gameplay gibt sich hier tadellos als eine Evolution von Rhythmusspielen wie Guitaru Man. Womit das Spiel für die meisten stehen und fallen wird, dürfte die Toleranz der Spieler gegenüber der Musik sein, die entweder mit Verzückung oder aber sturzbachartigen Ohrenblutungen anhergeht. Das Spiel stellt den Spieler vor mehrere Grundsatzentscheidungen. Ertrage ich diese Musik und diese toten, verzerrten Stimmen? Und wenn ja, wie lange? Und wie lange dauert es, bis sich erste Anzeichen klinischer Depression einstellen? Nachdem man eine der Aktrisen in ihrem Privatgemach 6 Minuten am Stück in Schnick, Schnack, Schnuck besiegt oder sie wie ein kleines Kätzchen an ihrem Köpfchen gerubbelt hat. Und diese Augen, diese toten, leeren Augen. Es gab eine Zeit, in der waren Shoot'em-ups so populär bei Spielern, wie es heute Ego-Shooter sind. Doch heute ist das Genre in der Versenkung verschwunden und wird nur noch selten von Entwicklern reanimiert. Auf der totgeglaubten Dreamcast tauchen immer wieder Exemplare auf und manchmal verirrt sich ein Indie-Titel in die Online-Shops. Für eine kleine, aber eingeschworene Fangemeinde gibt es aber heute unter den Shmups noch eine Subkategorie aus Japan, die für die ganz, ganz hartgesottenen Joystick-Akrobaten gedacht ist. Oh, da ist eine Lücke, da ist eine Lücke, da ist eine Lücke. Oh! Wow. Fuck. Es ist eine ganz spezielle Nischenzielgruppe, ja. Und das sind auch Leute, die das, glaube ich, sehr mögen aus verschiedenen Gründen, weil es ein Spielegenre ist, was dich auf der ganzen Linie fordert. Es passiert wahnsinnig viel innerhalb kürzester Zeit. Du musst dich unglaublich konzentrieren. Ja? Es sind teilweise Hunderte oder Tausende von Objekten auf dem Bildschirm gleichzeitig. Die Übertreibung in Bullet-Hell-Shootern ist meiner Meinung nach schon wichtig für den Stil, weil das hebt sich dadurch einfach total auch von anderen Shootern ab. Klar, die sind auch farbenfroh, klar, die haben auch mal Effekte, aber es ist halt niemals so dieses Feuerwerk an Farben, dieses Feuerwerk an Mustern, das sieht ja wirklich fast aus wie ein Silvester, wenn man in den Himmel guckt. Es ist zwar im Prinzip Eye-Candy, ja, aber im Prinzip lockst du damit die Spieler erstmal an. Eye-Candy, das stark an optische Kunst, kurz Op-Art, erinnert. In dieser Stilrichtung erzeugen abstrakte Formmuster und geometrische Farbanordnungen beim Betrachter irritierende visuelle Effekte. Der litauische Künstler Silvinas Kempinas lässt Elemente daraus in seine Installationskunst einfließen. Wir haben ihn nach seiner Meinung gefragt und sind ihm in seinen Darkroom gefolgt. Eine rot beleuchtete Installation mit hunderten von Metallstreben, die ebenfalls die Wahrnehmung herausfordert. Video games has this very strange feeling of from somewhere else, like from other worlds.
also it's very complicated when you look at it, visually complicated. As an artist, I'm more interested in things which are as simple as possible, like simplification or reducing everything to like very basic. And it's very hypnotizing visually, but it takes you nowhere. I feel like it's just dead end. Well, to me, it's fascinating how people can sit and spend time designing all these patterns. And maybe it's easy to do, I don't know, but it looks very complicated. Makes you dizzy. Man schaut ja auf den Mustern, oder man, der Mensch sucht ja immer nach Mustern beim Blick. Und ich meine, das ist natürlich optimum dafür, diese Art von Spiel. Und diese, besonders diese Stills, wenn du das irgendwie siehst, das sind ja irgendwie ganz komplexe Strukturen, die auch irgendwie fürs Auge angenehm sind. Man guckt die ja gerne an. Das ist ja irgendwie meistens nicht nur Chaos, sondern funktioniert nach irgendwelchen geometrischen Grundfiguren, ob es jetzt Halbkreise sind, fächerartige Sachen. It's interesting and hypnotizing. All the dynamics, what's happening. Also geometrische Anordnungen, die hat man ja in diesen Bullet-Hell-Shootern oft, die sind auf jeden Fall wichtig auch dafür, dass der Spieler es ein bisschen einfacher hat, weil der kann so viel besser einschätzen, wie sich das gegnerische Feuer verhält und viel besser ausweichen. You probably can focus on certain just elements and get things done by shooting just these elements and focus on that and eliminating all the rest. Es gibt ja teilweise wirklich Stages, wo man dann den gesamten Bildschirm ausgefüllt hat und da ist nur ein kleines Labyrinth-Ding dazwischen, wo man dann durch darf. Also ich denke mal, die Leute, die das regelmäßig so richtig krass spielen, denen wachsen im Gehirn wahrscheinlich schon eigene Nervenverbindungen, damit sie überhaupt in der Lage sind, das so hinzubekommen. Das fordert natürlich die Rübe volle Möhre. Also. Es gibt allerdings auch die Leute, die das sehen und dann direkt glauben, boah, geil, das will ich jetzt mal austesten. Also das scheint ja wirklich, das scheint halt die Herausforderung zu sein, nach der ich die ganze Zeit gesucht habe. I think they put you in this kind of limbo, which literally just steals your time. Unter uns Söldnern geht eine Krankheit um. Scheidung. Hallo, bist du hier, um mich zu trösten? Es tut mir so leid. Warum sprichst du nicht? Warum sprichst du nicht mit mir? Aus Sicherheitsgründen spielt der nächste Beitrag in der Schweiz. 神道の教えは必須の精神4つの魂が生きてます。1つ目は正義です。2つ目はハモニです。3番目は愛情です。最後は魂です。苦しみ魂。Hallo, mein Name ist Richard.Ich bin Uhrmacher. Man kennt mich auch unter Herr Ricciardo und ab und zu kennt man mich auch unter Stephanie. Ich bin Kigurumi-Performer. Kigurumi, was kann man dazu sagen? Es bezieht sich sehr auf alle Cosplays, was den gesamten Körper bezieht, auch den Kopf. Man sagt natürlich überhaupt nichts im Kigurumi, weil man sozusagen eine Illusion erschafft des Charakters und...Wenn man redet, nimmt man die Illusion des Charakters von den Leuten. Die anderen, es ist schon eine witzige Aktion, wenn man halt in so einem Kostüm ist und sich sozusagen sich verschmelzt oder zu einer anderen Person wird mit dieser Figur. Wenn man die Öffentlichkeit, wenn man auf die Straße geht, nehme ich das zur Fassung wie eine Bühne eigentlich an sich. Die Leute kommen und man agiert mit ihnen. Es ist so wie ein großes Theaterspiel an sich. Man hat Statisten, man ist der Hauptdarsteller. In Japan ist es mehr in der Kultur drin an sich, dass Menschen dementsprechend sich verkleiden und Theater führen.
man hat kreative Köpfe, man hat kreative Leute, die Sachen erfinden, Sachen ausdenken. Das fasziniert mich und ich möchte auch irgendwie ein Teil dieser Sache sein. Ich habe selber asiatisches Blut, aber bin kein Japaner. Aber man sieht wirklich, es ist ein Land, wo sehr viele kreative Köpfe sind, wo aus der Box denken. Heimat an sich bleibt dennoch die Schweiz. Aber dennoch Asien an sich ist natürlich eine zweite Heimat in mir. Aber ich bin natürlich an vielen Orten zu Hause und sozusagen, ich bin dort zu Hause, wo mein Herz ist natürlich. Geschlechtertausch, man taucht natürlich in diesen Charakter ein, man ist eigentlich deutsch kein Mann mehr. Ich mache eine Version von mir selber, eigentlich im Weiblichen. Ich verwandle mich da gerne, oder ich tauche besser hinein in Miku Hatsune. Es ist eine digitale Pop-Diva an sich und ich versuche damit, diese Figur aus dem Digitalen jetzt ins Reale zu ziehen und natürlich versuche ich den Charakter so darzustellen in diversen Posen oder Kostümen natürlich. Es ist sehr eine wandlungsfähige Person. Ich bin dort Stephanie dementsprechend, wo Miku Hatsune an sich ist. Aber man versteht auch ein bisschen, wie Frauen auch an sich in unserer Gesellschaft angesehen wird. Ich lief mal an einer Straße und da habe ich automatisch Pfiffe von Bauarbeitern gehabt und von Türstehern. Das ist auch noch ziemlich, was ich wirklich neu bin und auch so eine Art Gänsehaut bekam. Also es war für mich so persönlich so ein Moment, wo ich denke, das sind Leute, die kriegen mich an. Oft müssen sich Japan-Fans den Vorwurf gefallen lassen, sich für ein künstliches Pop-Paradies zu begeistern, das nichts mehr mit der Realität zu tun hat. Japan selbst ist daran nicht ganz unschuldig. Die japanische Regierung versuchte 2005 unter dem Slogan Cool Japan die Popkultur des Landes international zu bewerben. Sie vergaßen dabei, dass Pop nur eine Simulation ist und in der Realität eine Fessel werden kann. Für Japan-Fans gibt es nichts Größeres, als eines Tages in einen Flieger nach Tokio zu steigen. Mike und Julie, Studenten der Games Academy Frankfurt, haben sich diesen Traum zum ersten Mal erfüllt. Und wir haben sie dabei ein wenig begleitet. Also ich habe, als ich das erste Mal hier richtig begriffen habe, dass ich hier bin, habe ich gesagt, das ist genauso verrückt, wie man das so aus Berichten und aus dem Fernsehen vielleicht kennt. Was gibt's hier? In Japan ist es einfach so, dass du auf der einen Seite die ganzen alten Tempel hast, und auf der anderen Seite eine ja, sehr, sehr moderne Stätte. Und andererseits bin ich auch ein Fan von den Animes und den Mangas. Es macht mich ehrlich gesagt ein kleines bisschen traurig, dass es sowas einfach gar nicht bei uns gibt. Aber ja, sehr viele Sinneseindrücke auf einmal. Oh, my God.
Das ist einfach diese Faszination an dem vollkommen anders, weil überall, wo man so hinfährt, ist immer ein bisschen was wie in der Heimat. Und das ist hier halt eben gar nicht. Also hier ist fast zu 100% alles komplett anders. Ich habe lauter Warnungen von meinen Eltern bekommen. Ja, geh nicht alleine raus nachts und oh, das ist bestimmt saugefährlich. Und ich bin doch recht überrascht davon, dass es hier scheinbar fast null Kriminalität gibt. Das sind auch Aspekte, die mich sehr interessieren. Also nicht einfach nur in die Shopping-Teile rein und dann Geld ausgeben bis zum Gehtnichtmehr, sondern das ist auch der Kulturaspekt, der mich interessiert. Es geht darum für Menschen mit Muskelatrophie, das heißt mit Muskelschwund, Spiele zu entwickeln, die über Eye-Tracking gesteuert werden und eben diesen Leuten den Alltag spielerisch etwas einfacher und leichter gestalten. Vielleicht sagt er, zeigt mir am Ende des Jahres, was euer Brainstorming gebracht hat, was ihr für Ideen habt und was ihr an Konzeptionierung habt. Und dann schaue ich mal, ob ich dafür was machen kann. Ich meine, das wäre schon eine Antwort, mit der ich glücklich wäre. Sehr gut. Waren schwer begeistert von unserem Projekt und habe sogar von dem Founder, der das Ganze hier veranstaltet hat, die Visitenkarte bekommen. Und ja, auch Uematsu-san hat gesagt, dass er auf jeden Fall unsere Sachen sehen will, sobald wir in der Konzeptphase sind. Ja. Lief besser als erwartet. Ja. Auf jeden Fall. Im 46. Stock. Egal ob in Sachen der Zusammenarbeit, der Liebe oder der Identität. Japan schafft es immer noch, viele Deutsche zu begeistern und zu inspirieren. Zeit davon etwas zurückzugeben. Wir verabschieden uns von unserer Stärkung der deutsch-japanischen Freundschaft und geben ab an Herrn Kaschke. Sayonara. Ja, ja, Japan. Ein Land voller Traditionen, Tentakelpenisse und kleinen Mädchen mit großen Augen, die auf Schritt und Tritt von einer Kamera aus einer speziellen Perspektive verfolgt werden. Nein, so kann ich das nicht anfangen. Nochmal. Okay, Japan. Das Land des steigend stagnierenden Spielemarktes mit der fehlenden westlichen Ausrichtung. Nee, das passt jetzt auch nicht. Schönen guten Tag. Heute wollte ich mal was Außergewöhnliches machen. Ich wollte mich zuerst mit meinem Namen vorstellen. Ich heiße Herr Kaschke und ich trage diese wunderschöne Schürze, an der ihr schon erkennen könnt. Ich glaube, wo ich eigentlich hin möchte ist, ich habe Japan nie als das Gaming-Mekka angesehen oder verehrt, als was es gerne dargestellt wird. Ja, natürlich. Man kann das so sehen. Aber warum? Weil Nintendo seit 1983 mehr Mario-Spiele herausgebracht hat, als es je Teile und DLCs von und zu Call of Duty geben wird? Weil ein Großteil aller längst vergangenen erfolgreichen Konsolen aus Japan stammen? Oder weil Japan immer noch als das Nischenland angesehen wird, welches uns bisher mit guten Titeln von zum Beispiel Platinum Games, Kojima und Atlus unterhielt? Ja, und jetzt ist das nicht gemacht. Am Ende kann man sich aufsehen, das ist alles. Ja, fertig. Nachdem wir das natürlich jetzt alles professionell geschnitten haben, kurz zur eigentlichen Aufgabe. Ehrlich gesagt, weiß ich es nicht. Was ich aber merke, umso westlicher ein Spiel produziert wird, umso weniger japanisch ist es. Und das ist eigentlich das Charmante an den japanischen Spielen. So, das erzeugt direkt ein ganz anderes Licht. Und zwar nicht nur das Essen, sondern eigentlich alles. Mir ist es lieber, es erscheinen weiterhin innovative Spiele wie Okami, Katamari, Deadly Premonition oder Echochrome, als zum Beispiel der westlich produzierte Einheitsbrei namens Resident Evil 5. Sonst sieht's bald so aus wie bei der verwöhnten Katze.
heißt es guten Appetit. Ach nö, jetzt muss ich auch noch Katzenfutter kaufen, weil die Muschi das Sushi nicht mag, ey. Mein Großvater sagte immer, Junge, Bananen gibt es überall auf der Welt. Erfreue dich an ihrer Vielfalt.